So, ich bin heute in einer Kochschule in der Nähe von Bayreuth und hier ist die Chefin, die Marika. Marika, was ist das für eine Kochschule, die du hier hast? Ich für eine vegetarische Kochschule. Der Name ist Sane Salva. Gesund und munter haben wir das etwas freier übersetzt. Und ja, vegetarisch deshalb, ich selbst lebe vegetarisch, möchte aber niemanden dazu reformieren. Mir ist nur das Bewusstsein, dass es auch viele Gerichte oder eigentlich jeden Tag ohne Fleisch auskommen kann. Die richtigen Kombinationen, das wäre so, dass man richtige Eiweißkombinationen hat, wichtig. Kohlenhydrate, die richtigen Kohlenhydrate, die richtigen Fette. Und darauf gehe ich in meiner Kochschule ein. Das ist mir wichtig wiederzugeben. Jetzt ist ja Franken dafür bekannt, fürs Schäufele, für die schwere Kost in Fleisch und Fisch. Warum hast du diese Marktlücke für dich entdeckt? Ja, genau aus dem Grund. Ich denke, der Franke kann einfach sein Schäufele perfekt machen und den Sauerbraten. Und ich möchte ihm zeigen, dass es auch ohne Fleisch geht, eben gute Kombinationen da wählen. Und wer ein Stück Fleisch für sich zu Hause dazu präparieren möchte, warum nicht? Also wie gesagt, ich möchte niemanden reformieren. Mir ist es nur wichtig, auch das Augenmerk vielleicht auf die Größe des Fleisches und also wie der Teller. Also Hauptsache über den Tellerrand raus, ja. Also genau das Gegenteil. Ja. Genau, ein bisschen andersrum. Qualität und Quantität gibt es beim Essen Genau. doch, dann doch Unterschiede. Ja. Jetzt, habe ich hier, dahinter ist der Tisch. Bis zu wie vielen Leuten können hier kochen und oder kochen und genießen? Und wer ist denn Zielgruppe von dir? Zielgruppe, jeder, der Spaß dran hat und auch was dazulernen möchte, eben zu den Lebensmitteln, wie die verstoffwechselt werden, ob von jung bis alt, ist also keine Grenze, ob männlich oder weiblich, also alles ist offen. Und von der Größe, eine schöne Größe ist so 6 bis 8 Personen und ich hatte auch schon 20 Personen hier, dann ist ein bisschen kuschelig, aber auch bis 12 Personen eigentlich noch angenehm zu handeln. Deine Produkte sehe ich hinter dir. Gehen wir mal kurz zu den Schränken hinter. Sehe ich verschiedene Produkte, vegetarische Produkte. Wo bekommst du die Masse deiner Produkte her? Und wie setzt du sie ein? Ja, also ich lege Wert auf Bioqualität und hochwertige Bioqualität. Ich selbst bin als Küche eben zertifiziert. Das heißt, ich werde kontrolliert, dass all das, was ich einkaufe, eben in Bioqualität sein muss. Und gut, Namen zu nennen, ich bin Fan Ja. eben von Rapunzel, lass Rapunzel. dein Haar herunter, jawohl. Und ansonsten bestelle ich bei Großhandel und auch die bieten natürlich Regionales an. Möchte erwähnen, mein Getreide ist wirklich aus der Region, aus Kulmain, von der Familie Döttal. Die führen einen Demeterhof und der hat äußerst hochwertiges Dinkel und Roggen. Ja, weil ich ja mein Brot selber back Machst und aus, aber auch okay. das Getreide dafür selber mahle. Ich habe eine Getreidemühle. Und deshalb ist mir das schon wichtig, darauf zu achten, wo kommt was her. Wie ist dein Einzugsbereich? Ist der Einzugsbereich hier nur lokal Bayreuth oder geht der ja, über ganz Franken hinaus und die Welt? Oder wie sieht es aus? Wer kommt zu dir? Woher kommen die Leute? Und wie Also, spricht sich's rum? ja, Großteil ist natürlich Bayreuth und Umgebung, aber ich habe Ausläufer nach Hof, nach Schweinfurt, Bamberg, Nürnberg, München, sogar Berlin, also überregional. Liegt sicherlich aber auch daran, weil Bayreuth als Wagnerstadt, da kannst du im Grunde profitieren, oder? Das stimmt, ja. Habe 2 Ferienwohnungen und die von außerhalb kommen, buchen sich auch gerne in der Ferienwohnung ein, sodass sie einfach ein Rundum-Paket buchen können für gesunde Ernährung und haben dann ein Wochenende oder hängen ein paar Tage dran. Aber es sind jetzt nicht nur Privatpersonen, die zu dir kommen, sondern es könnten Firmen-Events genauso stattfinden. Ja, Da hättest du kein genau. Problem mit. Ja, genau. Super. Ja, ist auch so. Jetzt habe ich noch eine Frage. Jetzt gehen wir mal Richtung Küche hier. Gehen wir mal hier in Küche. Jetzt nehmen wir mal an, du hast 10 Leute hier oder 6 Leute. Wie sollen denn 6 Leute hier an dem Kochfeld arbeiten? Also, manche möchten
einfach nur genießen, aufnehmen, aufsaugen. Die sind herzlich eingeladen, dass sie einfach nur in Anführungsstrichen zuschauen. Die notieren ganz viel und genießen dann. Und andere sind natürlich dabei und schnippeln und machen und rühren und kosten und schmecken ab. Und von daher teilt sich das immer auf. Also es ergibt sich immer. Also es klappt einwandfrei. Ja, genau. Finde ich ja super. Und jetzt natürlich zum Schluss, jetzt habe ich hier da gerade mal reingeschaut. Was ist denn ein kleiner Tipp? Was ist ein kleiner Tipp? Was ist deine, selbst deine Lieblingsspeise im vegetarischen Bereich? Jetzt sag bitte nicht Kässpatzen. Genau. Nee. Also Lieblingsspeise, ich mag jegliches Gemüse. Und Lieblingsspeise ergibt sich immer aus der Saison, würde ich so. Von daher sind es jetzt noch Rüben. Ich hatte jetzt ganz tolle Steckrüben und ein Ragout dazu. Und also ich orientiere mich wirklich, dass es saisonal, ja, saisonale Sachen. Jetzt langsam kommen die Frühlingskräuter, dann wird sowas mit reingenommen und da freue ich mich einfach drauf. Also alles verwertbar. Baust du auch Sachen selber an? Du hast einen Garten? Ja, ich baue Sachen selber an, aber das ist für einen Eigengebrauch. Mhm. Für die Kochschule reicht es nicht aus und ja, von daher freue ich mich, also es ist schon nochmal ein Unterschied, wenn man selber anbaut. Da weiß man, was man hat. Ja. Letzte Frage oder letzter Abschluss, wie erreichen wir dich? Gibt es eine Webseite und wie lautet die Adresse? Website natürlich www.sanaesalva.de als ein Wort zusammengeschrieben. Ich bin auf Facebook, bin auf Instagram und ansonsten unter E-Mail info@ dann auch sanaesalva.de. Alles klar. Dann wünsche ich mir viel Spaß und ich bin gespannt drauf. Jetzt habe ich wieder Hunger. Okay, ist auch was zu essen. Alles klar. Also, ich danke und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, vielen Dank.